Diesmal beginnen wir unseren Test zum rein elektrisch angetriebenen Smart Brabus EQ mit einer kleinen Reise zurück in die Technik-Vergangenheit. Reich ist heute unser Thema, denn reich musste man früher zum Beispiel schon sein, wenn man keine funzelige Gaslampe, sondern elektrisches Licht nutzen wollte. Denn in der Zeit nach 1878, als Thomas Alva Edison die Glühlampe erfunden hatte, war das zunächst natürlich noch richtig teuer, man brauchte viel Geld. Das gilt auch für die Elektromobilität, denn unser Smart EQ zum Beispiel kostet 11.000 Euro mehr als die Variante mit Verbrennungsmotor. Und da stellt sich natürlich die Frage, was kriegt man dafür? Wir haben uns für unseren Test eine knallfarbene Version mit Brabus Style-Paket ausgesucht. In Deutschland kostet das 4.350 Euro zusätzlich. Im Kofferraum hat der Kleine das Elektrozubehör dabei. Auch im Innenraum findet sich die knallige Außenfarbe wieder. Ein weiterer Blickfang ist das Multifunktionssport-Lederlenkrad. Schaltknauf und Handbremsgriff sind ebenfalls mit Leder versehen. Ein extra Instrument gibt Auskunft über Stromverbrauch und Ladezustand der Batterie. Elektrofahrzeug und Cabrio, das schließt sich bei Smart nicht aus. Alle Versionen, auch 2- und 4-Türer geschlossen, gibt es als Elektroversionen. Fürs perfekte Freiluftgefühl lassen sich die Seitenräume entfernen und in einem dafür vorgesehenen Ablagefach in der Heckklappe verstauen. Grundsätzlich könnte es ja auch sein, dass so ein E-Auto günstiger ist als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, denn es hat ja ganz viele Teile nicht mehr. Keinen teuren Verbrennungsmotor, keinen Auspuff, keine Kupplung, keine Schaltung oder kein teures 8-Gang-Automatikgetriebe. Dagegen gibt es aber Details, die richtig teuer sind. Hier das 22 kW Ladekabel allein kostet 840 Euro und dann ist da natürlich noch die teure Batterie. Und heute weiß noch kein Mensch, wie lange die Akkus wirklich halten werden. Deshalb mein Vorschlag, heute ein Elektroauto leasen, in 2-3 Jahren dann zurückgeben und sich dann ein Auto mit der neuesten Technologie kaufen. Die Brabus-Version kommt mit einem Sportfahrwerk, das den Kleinen dem Asphalt einen Zentimeter näher bringt. Beim Antrieb hat Brabus seine Finger nicht im Spiel. Für Vortrieb sorgt, wie in den normalen Elektroversionen, ein 60 kW starker Elektromotor. 160 Newtonmeter maximales Drehmoment liegen sofort an und sorgen dafür, dass der Kleine flott vom Fleck kommt. Maximal sind 130 km/h möglich. Es gibt viele elektrische Helferlein, aber da muss man natürlich dran denken, auch das elektrische Dach zum Beispiel wird mit Strom betrieben und das kostet natürlich Reichweite. Zwischen 145 und 160 Kilometer soll der Smart EQ mit einer Batterieladung schaffen. Verbraucher, die Klimaanlage und das Radio-Infotainment-System rufen ebenfalls Energie ab und schmälern die Reichweite. Gut, wenn man also weiß, wo sich Ladestationen in der Umgebung befinden. An einer Schnellladestation dauert es rund 4 Stunden, bis die komplett leere Batterie wieder voll aufgeladen ist. An einer Haushaltssteckdose mit 220 Volt sind es rund 6 Stunden. Auch während der Fahrt kann das Fahrzeug in verschiedenen Rekuperationsstufen, die es abhängig vom Verkehrsgeschehen selbst wählt, Energie zum Beispiel beim Ausrollen zurückgewinnen und so die Reichweite positiv beeinflussen. Der Smart EQ fährt praktisch lautlos und schießt an der Ampel in 5 Sekunden von 0 auf 60. Das macht zwar Spaß, kostet aber natürlich Reichweite. Und da sind wir wieder beim Thema Reich. Denn reich an Reichweite ist der Smart EQ nicht gerade. Laut Herstellerangabe sind es 160 Kilometer. In der Praxis eher 130 Kilometer. Das reicht zwar für die Stadt. Aber kleines Beispiel, wenn Sie in München wohnend, aus der Innenstadt kommend, jemanden zum Flughafen bringen wollen und dann gleich wieder zurück müssen, ohne zwischendurch laden zu können. Es ist vielleicht auch noch Winter. Sie haben also das Licht eingeschaltet, die Heizung an und vielleicht noch das Radio. Dann kann dieser kleine Trip schon zu einem Abenteuer werden.